Die Firma wurde 1951 von unserem Großvater hier in Siegelsbach gegründet und am Anfang hat man alles hergestellt, was es eben so in der Nachkriegszeit dringend brauchte, von Fensterkit bis Bonawachs. Und heute sind wir ein reines Körperpflegeunternehmen und produzieren weiterhin alles hier an unseren Standorten Siegelsbach und Hüfnath. Also Innovation wurde bei meinem Schröder schon immer groß geschrieben. Unser Großvater war ein ziemlicher Tüftler und hat beispielsweise in den 60er Jahren tatsächlich das Haarspray, das wir heute in der gängigen Aerosoldose kennen, erfunden. Also wir haben in den 80er Jahren damit begonnen, auch exklusiv Produkte für Handelspartner herzustellen. Heute sind wir im deutschsprachigen Raum einer der größten Private-Label-Hersteller. Das heißt, wir produzieren komplett in Deutschland und in Summe sind das über 2000 unterschiedliche Haar- und Körperpflegeprodukte. Als Mann und Schröder Full-Service-Lieferant schauen wir natürlich, dass wir unseren Kunden die optimalste Verpackung anbieten. Demzufolge sind wir darauf bedacht, dass wir so wenig wie möglich Verpackung einsetzen. Sprich, wir schauen, dass die Grammaturen von den Flaschen so gering wie möglich gehalten werden und so notwendig wie möglich, was an dem Produkt an sich nichts ausmacht, nur dass es halt wirklich nachhaltiger ist. Bei fester Kosmetik üblicherweise sind es um die 80 bis 100 Gramm und man könnte das vergleichen, dass so ein 60 Gramm Stück jetzt hier zum Beispiel ist ergiebig so viel wie drei Shampooflaschen. Und es ist auch noch sehr praktisch, dass es wirklich mit einer sehr, sehr minimalen Verpackung auskommt. Feste Kosmetik sind Granulate, wasserfreie Systeme, wie zum Beispiel eine Seife oder ein Sindet-Stück. Die sind sehr ergiebig und deswegen braucht man weniger Produkt. Zudem müssen sie nicht konserviert werden, weil sie wasserfrei sind. Und so sind sie auch häufig umweltverträglicher als konventionelle Kosmetik. Der größte Vorteil ist in der Verpackung, weil man keine Plastikflaschen braucht und außerdem Transport, weil man eben viel weniger transportieren muss. Der Mann und Schröder beschäftigt sich seit ungefähr 2020 mit dem Thema Rezyklate. Ziel war es, hochwertige Rezyklate zu gewinnen, die für spätere Kosmetikverpackungen verwendet werden können. Wir haben mittlerweile ein Expertenteam intern gegründet, wo wir dann in der Lage sind, Recycling-Kunststoffe aus dem gelben Sackzyklus zu analysieren, zu bewerten und daraus dann unsere eigenen Kunststoffflaschen herzustellen. Wir sind seit einigen Jahren energiezertifiziert. Unser Energiemanagementsystem sorgt dafür, dass wir alle Verbräuche monitoren und verpflichtet uns zu regelmäßigen Einsparungen. Mann und Schröder betreibt ein hochmodernes Molchsystem, welches die Restentleerbarkeit der Leitungen garantiert. Ein eigenes Team an Ingenieuren kümmert sich um die Reinigungsoptimierung in dem gesamten Betrieb, um hier unnötig Wassereinsatz zu vermeiden. Wir möchten 30% unserer Emissionen bis 2030 einsparen. Unsere Maßnahmen erstrecken sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von den Rohstoffen über die Verpackungen, über die Produktion, die Logistik, aber auch die Verwaltung. Im Rahmen der Initiative Klimabewusster Handeln haben wir gemeinsam mit einem unserer Handelspartner, DM, und der TU Berlin erstmalig in Pionierarbeit, muss man sagen, eine Serie entwickelt bzw. Produkte entwickelt, die im Hinblick auf alle ihre Umweltauswirkungen optimiert wurde. Das heißt, wir haben erstmalig auch alle Umweltauswirkungen erfasst. Das heißt, die Produkte sind nicht nur klimaneutral, sondern tatsächlich umweltneutral, weil wir eben auch alle Umweltauswirkungen kompensieren. Das heißt, CO2, aber eben auch Eutrophierung, Versauerung der Böden, Sommersmog oder eben Ozonabbau. Wir hatten lange ein Projekt in Kenia zur Wasseraufbereitung unterstützt und inzwischen ist es eins in Uganda, wo es eben darum geht, Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen und das so ressourcenschonend wie möglich. Und das ist für uns ein Herzensprojekt. Es ist unser Anspruch, unsere Kunden tagtäglich zu begeistern. Darum kümmern wir uns aktiv und leidenschaftlich jeden Tag, indem wir Produkte konzipieren, die den höchsten Ansprüchen an Qualität und Nachhaltigkeit gerecht werden.
Dies äußert sich ganz konkret in unserer Mission We Care Hoch 2, die heißt, wir wollen uns kümmern. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Zum einen um die Bedürfnisse unseres Konsumenten und zum anderen aber auch um die Bedürfnisse unseres Planeten.